dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. 3 hours later. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! A few moments later. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ja, vielleicht schon dort! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Die Logik der Frau. Den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen Medaillen. Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Keiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee verhindern. Ist das Feiglinge? Verreiter, Versager! Die Feindkräfte ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir suchen also an, Berlin zu verlassen. Die Logik der Frau. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Ihr Märzenführer weiß das nicht selbst. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht kapitulieren. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren. Was hat er daraus gemacht? Ist eine Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Schwachen. Es verraten gegen die Wand. Meanwhile. Gut, Herr Minister, was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben. Ich habe noch nie einem Befehl des Führers zuwidergehandelt, nie. Diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte, Frau Junge. Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Aber ich tippe gerade das Testament des Führers. Gut. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Meanwhile. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel. Trampe in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der
getroffen bei einer Tochter. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und da ausgerechnet Himmler! Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Fegelei! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als wichtigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.